Weil ich wissenschaftlich ausgebildet bin und ich habe eben halt diese Dinge, die man mir jetzt hier vorwirft, die wirft man mir als Religion vor und ich habe festgestellt, die Physik, das habe ich auch mal gelernt, die Physik ist auch eine Religion. Die Annahmen sind oft falsch, die Ableitungen sind immer richtig. Es geht um Annahmefehler, nicht um Ableitungsfehler. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Und das finden wir in allen wissenschaftlichen Disziplinen. Deshalb müssen wir lernen, wieder auf unsere Intuition zu hören, nicht den Verstand ersetzen, sondern den Verstand erweitern und den Verstand dazu zu machen, wozu er gedacht ist, als reines Werkzeug. Aber ein Werkzeug braucht einen Führer. Oh, Führer darf man, glaube ich, gar nicht sagen. Also ein braucht einen Leiter. Also es muss ein Leiter sein. Du darfst nicht Führer sagen und Autobahn. Autobahn geht gar nicht. Autobahn geht gar nicht. Nein. Wir fahren nur in Deutschland nur über die blau beschilderten Schnellstraßen. Aber hier meine ich, also jedes Werkzeug braucht einen Leiter, um hier nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Und mittlerweile ist es so, dass die Bohrmaschine in der Hierarchie oberhalb der Bohrmaschine steht, also der Handwerker steht unterhalb der Bohrmaschine. Das heißt also, der Verstand ist übergeordnet, das Werkzeug übergeordnet. Und das hat natürlich jetzt dramatische Formen. Ich denke einfach nur an die Energiesituation oder Obsoleszenzen, dass wir Dinge produzieren müssen, die ständig kaputt gehen. Das kann nur ein krankes, überzüchtetes Gehirn, ein krankes, überzüchteter Verstand, der kann sowas konstruieren. Ein gesunder Geist wüsste es zu verhindern. Deshalb müssen wir jetzt lernen, unseren Geist wieder zu entdecken. Und das ist hochwissenschaftlich. Wenn man die Schöpfungsstruktur, die Schöpfungsarchitektur irgendwann einmal richtig erkannt hat durch Intuition, dann ist das wissenschaftlicher als alle Urknalle oder Singularität, wie man es nennt, dieser Welt. Das ist einfach so. Ja, okay. Ja, viele von uns wissen, dass wir uns mit einem großen Werk beschäftigen und ich würde gerne Eva mal fragen, wie sie dazu gekommen ist, denn dieses Werk, diese Bücher, das ist keine Religion, sondern eben halt etwas völlig anderes und da möchte ich gerne, dass du mal dazu erzählst, wie du dazu gekommen bist und ich dann später durch dich. Das ist wichtig, das Thema. Du sprichst über die drei Bände, über die wir manchmal oder die wir manchmal erwähnen in unseren Interviews. Bei mir war es letztendlich die Entdeckung dieser drei Bände, Titel Im Lichte der Wahrheit. Diese drei Bände haben dazu geführt, dass ich mich mit dem System angelegt habe und mich auch, ich wusste ja, dass ich rausfliegen werde. Man hatte mich 2006 gewarnt und als ich das EVA-Prinzip veröffentlichte und sagte mir auch, ich dürfe also als Tagesschausprecherin nicht solche Bücher schreiben, also wo es um die Rolle der Frau geht. Und durch diese Bücher bin ich in meine eigene Kraft gekommen, weil ich nämlich erkannt habe, in welcher Verantwortung wir Menschen stehen, jeder Einzelne für sich. Und dass alles, was wir tun, was wir denken, was wir sagen, was wir empfinden, dass das in unserer Verantwortung liegt, insofern, als es zum einen auch Formen erzeugt, unsichtbare Formen, die sich je nach Qualität, ob sie gut sind oder nicht so gut, großen Kraftzentralen, die gleicher Art sind, anschließen und unsere Erde wie mit einer Art morphogenetischem Feld beschweren können oder der Erde helfen können. Das ist ja eure Friedensarbeit auch. Und das ist ja ein reines Friedensbuch. Aber also ganz kurz, Gedanken sind also nicht frei. Das ist nämlich ganz wichtig. Genau. Und wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Ich war in einer Fernsehsendung, da war ich noch im System und die hieß Franklin. Und dieser Franklin war ein Zauberer und wir saßen da mit mehreren sogenannten Promis und sollten erraten, ob das, was uns gezeigt wird, nun fauler Zauber, Magie, paranormales Phänomen oder klassische Physik ist. Und die hatten eingeladen als Experten einen Physiker,
der schon älter war und der viele Jahre, viele Jahrzehnte im Max-Planck-Institut in München-Garching gearbeitet hatte. Also ein Plasmaphysiker. Vielleicht Plasmaphysiker richtig. Als Experimenteleiter. Übrigens eine ganze Weile auch unter Werner Heisenberg. Und der saß da nun ganz entspannt und fing an, die Dinge zu erläutern. Und ich war wie elektrisiert. Ich muss dazu sagen, ich bin immer eine Suchende gewesen. Meine Großmutter war fromme Baptistin. Die schleppte uns jeden Sonntag in die Kirche. Meine Mutter war mit dem lieben Gott in der Natur verbunden. Die nahm uns Kinder immer raus und sagte, schont die Natur, achtet die Natur, respektiert die Tiere, zerstört nichts, pflückt keine Pflanze, wenn ihr sie nicht in die Vase stellt. Und die sagte auch immer, wenn ihr nicht genau wisst, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist, dann fragt einfach nach oben, wie der liebe Gott das sehen würde. Und das hatte ich übrigens bei dieser frühkindlichen Betreuung gemacht. Da habe ich mir so vorgestellt, eine Löwin beispielsweise, wenn du der die Kleinen wegnimmst, bist du tot, ne? Aber wir sind halt modern und geben die dann ab. Aber egal. Und dieser Physiker sprach wie selbstverständlich von drei Schöpfungsgesetzen. Ich hatte mir gerade kurz vorher ein Physikbuch für Kinder gekauft. Also ich bin nicht so gut in Physik wie du und ich war es auch nie. Aber ich wusste irgendwann auf meiner Suche, dass ich so an den Naturgesetzen nicht vorbeikomme. Und ich hatte gerade erfahren, dass der berühmte Stephen Hawking nach dem einen Gesetz gesucht hatte, das die Welt im Innersten zusammenhält, wie Goethe das ja formuliert hatte. Und das wollte ich auch finden. Und dieser Physiker sprach von drei Gesetzen. Wie selbstverständlich. Und ich bin sofort nach der Sendung zu ihm hin und habe gesagt, woher wissen Sie das denn? Und er sagte, ja, ich bin ja Physiker. Und da habe ich gesagt, nee, das können Sie ja gar nicht wissen. Das habe ich noch nie gehört. Und dann sagte er, naja, das steht in drei Bänden, da werden die genau erklärt, diese Naturgesetze. Und auf der Grundlage dieser Bücher habe ich auch meine ganzen jahrzehntelangen Forschungen gemacht im Max-Planck-Institut. Und diese Bücher habe ich gekauft und wusste schon im ersten Band, ich werde das System verlassen müssen. Wie gesagt, es ging ums Thema Verantwortung, aber um vieles mehr. Und ich habe das gerne gemacht und ich freue mich auch heute darüber, dass ich diesen Weg gegangen bin. Also der ist mir gezeigt worden. Und diese Bücher sind aufgebaut auf der Lehre Jesu. Also Jesus wird bestätigt an ganz vielen Punkten und natürlich der Schöpfer, also Gott selber. Und was ich dadurch bekommen durfte, war ein ganz schönes, enges Verhältnis sowohl zu Jesus als auch zu Gott, wonach ich vorher gesucht hatte, aber nicht wusste, dass es das wirklich war. Und übrigens, diese Kraft hatte mir auch in dieser Kerner-Sendung extremst geholfen. Ich habe vorher gebetet, habe gesagt, lieber Gott, du musst mir deine ganz guten Helfer jetzt schicken, weil das wird anstrengend. Und das hat er gemacht. Ja, ich bin dafür auch wirklich, wirklich dankbar. Und als wir uns trafen vor über 6 Jahren und ich dem Herrn Physiker mit den Schöpfungsgesetzen kam, das war eine spannende Zeit. Das wurde erstmal sehr spannend. Ne, Schatzi? Ja, das stimmt. Ja, danke. Ja. Ja, das stimmt. Also als ich die Bücher zum ersten Mal las und ging dann in die Geschichte mit alleine die begrifflich Göttlichkeit. Gott ist ja schon ein Begriff, der ja so missbraucht wird, wie nur irgendetwas. Deshalb grüße ich auch nicht bayerisch, sondern ich sage guten Tag, das mache ich nicht. Ja, du sollst keine anderen Götter neben dir haben, das ist wichtig. Und darauf verzichte ich auch, deshalb habe ich das jetzt nur einmal so genannt. Aber es ist mir sehr wichtig, dass wir die Demut wieder bekommen, die wirkliche Demut vor der Schöpfung. Und das ist nicht einfach irgendwo so dahergesagt oder eine Verzweiflungsakt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Als ich damit konfrontiert wurde, habe ich gesagt, um Himmels Willen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, als ich das gelesen habe und da wurde auch mit Angst und mit Schuld und mit all diesen Dingen, bis ich dann eben halt anfing, die Dinge ein bisschen näher zu durchleuchten und habe dann eben halt die Gesetze der Natur verstanden, also erahnt, indem ich dann auch Gott einmal noch
ersetzt habe durch den Begriff die Gesetze der Natur. Und dann war das Meme raus, also die Memetik, also die Manipulation raus, dieses Framing, was man uns aufgetan hat. Dann, Gott braucht die Kirche nicht, die Kirche braucht Gott. Und das ist das Problem, dass das das Geschäftsmodell ist. Und die katholische Kirche ist ein Strukturvertrieb gewesen, der jetzt sich dem Ende nähert. Das ist ja nun letztendlich so, wie das jetzt zurzeit läuft, als Institution. Wolltest du zu den Gesetzen noch was sagen? Ja, zu den okay. Drei? Ich würde, ja, das ist ein ganz wesentliches Gesetz, ist das Gesetz zum Beispiel der Anziehung der Gleichart. Ein ganz wesentliches Gesetz. Wir sitzen hier zum Beispiel alle zusammen, nicht weil wir Schalke 04-Fans sind. Da gibt es Gruppen, die sind viel größer. Und die sind dann da zusammen, genau weil sie das sind, nämlich Fußballfans. Sondern es sind Menschen, Suchende, die letztendlich, wie wir alle, unser Haupt erheben und ins Licht uns versuchen auszurichten, weil wir merken, irgendwie geht es so nicht weiter. Und diese Anziehung der Gleichart bedeutet, dass sich alles anzieht in gleicher Art. Wir sind so zusammengekommen, Sie alle sind hier so zusammengekommen. Und das sehen wir auch, ob das eine Raucherecke ist. Das gilt nicht nur im Positiven, das gilt auch im Negativen. Oder Rennfahrer oder Vergewaltiger oder sonst irgendwelche furchtbaren Dinge. Es läuft immer das also Gesetz. Also Rennfahrer ist jetzt reingerutscht, das ist ja nicht furchtbar. Was denn? Rennfahrer. Ja, Rennfahrer auch. Es klang ja, als ob du die furchtbar findest. Gut, okay, ja. Ich wollte nur das Image der Rennfahrer retten. Ja, okay, genau. Dann haben wir, das ist ein ganz wichtiges Gesetz, dass wir aufgrund dieser Anziehung natürlich auch entsprechend unsere Gedanken ausrichten können und werden immer mehr Menschen kennenlernen, die so sind wie wir, so wie das hier der Fall ist. Ja. Ich bin ja zutiefst beeindruckt, wenn ich das hier sehe, dass hier nicht 2, sondern über 3000 Menschen sitzen und hierher gekommen sind in dieser Form der Architektur auch der ist ja unvorstellbar. Obwohl was hier sie läuft. Nicht wussten, dass du kommst. Ne? Nein. Ja, sonst wäre ja nichts los hier. Auf jeden Fall ist es. Das war schon so. Nein, was für mich wichtig ist, das zweite Gesetz ist eben halt das Gesetz der Wechselwirkung. Wenn ich Disteln sehe, kann ich keinen Hafer ernten. So einfach ist das Ganze. Ja? Und wenn ich Gutes tue, dann kommt Gutes zurück und wenn ich Schlechtes tue, kommt Schlechtes zurück. Und das funktioniert wirklich immer. Ja. Auch wenn ein... Auch wenn ein manchmal es so vorkommt, dass man vermeintlich etwas Gutes getan hat und es kommt was Schlechtes zurück, dann kann das auch noch aus einer anderen Zeit kommen, wo der Ausläufer noch des karmischen Rücklaufes dann eben halt stattfindet. Das kann natürlich schon sein. Oder dass das, was man meint, was gut war, vielleicht gar nicht so gut war. Wenn ich jemandem finanziell zum Beispiel ständig helfe, anstatt ihm zu sagen, jetzt seh mal zu, dass du deinen Hintern hochkriegst und verdien dein eigenes Geld, sondern ich stopfe den immer nur Geld rein und denke, ich habe den so viel Kohle in den Hintern geschoben und immer kriege ich noch Ärger. Ja, vielleicht war das der Fehler, vielleicht war das gar nicht so gut. Dann kann es schon sein, dass da nichts Gutes zurückkommt, weil es gar nicht gut war. Das muss durchdacht werden. Das ist übrigens sehr schön für diejenigen, die solche in der Familie haben. Also ihr könnt da ganz beruhigt sein. Also versündigt euch nicht weiter. Also was ich da... Und das nächste ist natürlich ein weiteres Gesetz, das Gesetz der Schwere. Das Gesetz der Schwere ist es ganz wichtig. Wir belasten uns. Vielleicht sagst du mal was zum Gesetz der Schwere. Ja, Leichtes steigt hoch, Schweres sinkt ab. Das gilt für die Physik an sich, genauso wie Geistiges. Nicht? Also wer versucht, geistig sich nach oben ins Licht auszurichten, durch sein Denken, Handeln, Tun, der hat auch eine gute Möglichkeit, wenn er dann mal hier diese Reise auf der Erde, das ist ja auch nur eine Zwischenstation, die Reinkarnation wird in diesen Büchern auch extrem treffend erklärt und auch als Wissenschaftler hat man dann keinen Zweifel mehr. Also das heißt, und das Schwere sinkt natürlich und zieht uns auch runter in jedem Sinne eigentlich. Das sind die drei wichtigsten Gesetze, nach denen wir im Prinzip hier alle miteinander leben. Und gerade das, was du gesagt hast, die Wechselwirkung, die Desiree hatte das vorhin so wunderschön in diesem Lied hier auch mit dem Säen. Ja. Ein wunderschönes Lied,
Das müsstet ihr extra nochmal einstellen ins Netz, finde ich. Das müssen wir auch mal. Das wäre die Hierarchie. Ja. Hierarchie ist nicht von oben nach unten, sondern Hierarchie steht nebeneinander. Hierarchie heißt Hierarchos und Archos, das heißt heilige Ordnung. Und diese heilige Ordnung der Hierarchie heißt nicht ich Chef, du nicht, sondern das heißt, dass wir alle nebeneinander stehen. Selbst das Kastendenken hat seine Berechtigung. Die Unterschiedlichkeit hat seine Berechtigung. Diese Vermischung als politische Doktrin ist genauso rassistisch wie die Reinhaltung als politische Doktrin. Wir müssen endlich erkennen, dass in der Natur es Unterschiede gibt und gleichberechtigt heißt nicht gleich gemacht oder die Gleichwertigkeit hat doch nichts damit zu tun, dass Männer und Frauen alle gleich sind. Es ist doch wirklich lächerlich und jeder spürt es auch. Ich bin übrigens Kanadier, ich darf das sagen. Ich habe keinen deutschen Pass. Ich hoffe, dass Sie mich reinlassen, wenn ich da jetzt reinfliege nächste Woche. Aber es ist, ich stehe jetzt immer bei Ausländern dran, ja. Ich bin auch einer von denen. Du bist seit 15 Jahren in Kanada.